Die österreichischen Brauereien liefen 2016 auf Hochtouren, ist doch der internationale Konsum gestiegen. In Österreich alleine wurden pro Kopf knapp über 103 Liter getrunken. Ein Grund mehr, sich dem güldenen Getränk intensiver zu widmen. In einer Spezialform in Waidhofen an der Ips im Rahmen des Craft Beer Festivals. Wir haben das letzte Jahr 9 Brauereien gehabt. Heuer dürfen wir schon mit 11 Brauereien aufwarten, wobei die Hälfte der Brauereien vom letzten Jahr wieder da sind. Wir haben ein bisschen den Eintrittspreis erhöht. Wir haben jetzt 8 Euro Eintrittspreis. Dafür gibt es ein wunderschönes Glas. Wir haben ein Verkostungsglas, ein klassisches Craft-Bier-Glas aus Italien einfliegen lassen. Das ist in diesem Preis, in diesem 8 Euro Eintritt enthalten. Zusätzlich gibt es ein Jeton. Mit diesem Jeton, das ist unser Bezahlsystem da im Schlosshof. Mit dem kann man dann auch einen Verkostungsschluck haben. Und wir sind wetterfest, weil wir die Möglichkeit haben, bei Schlechtwetter in den Kristallsaal auszuweichen. Werden wir nicht brauchen, weil es ja wirklich schön wird. Das sind diese Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr. Getrunken werden darf die amerikanische Form des Bieres. Als geschmackliche Alternative zum gewöhnlichen Bier wurde mit dem Craft Beer ein unpasteurisiertes, unfiltriertes und in kleinen Mengen produziertes Bier entwickelt. Grundsätzlich ist es so, dass Craft-Bier, das heißt ein handgemachtes Bier ist und mittlerweile sind sehr viele Brauereien, auch größere Brauereien, darauf spezialisiert haben, dass sie einfach kleinere Mengen produzieren. Ganz ein wichtiger Aspekt beim Craft-Bier ist es der, dass es diese ganzen sekundären Geschmacksnoten, die es dort drinnen gibt, wie Litschi, Mandarinen, Zitronendüfte, dass die einfach nur aus dem Hopfen und Malz und das Wasser kommen und aus sonst nichts. Das heißt, es sind jetzt keine Zusatzstoffe, die verwendet werden, keine Aromastoffe, keine Aromen, die dort dem zugefügt werden, sondern wie gesagt, das ist wirklich ein natürliches und ehrlich gemachtes Bier. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen Craft-Bieren, da muss man offen sein für Überraschungen, da muss man neugierig bleiben, da muss man einfach sich auch einmal trauen, einmal etwas zu kosten und einmal dann selbst zu entscheiden, ja, das schmeckt mir oder das ist vielleicht nicht ganz so meine Linie, aber da bin ich zuversichtlich, dass ich hier auch meinen Teil finden werde. Seinen genussreichen Teil findet man vor allem auf den Funko-Grills. Ich unterstütze so eine Initiative natürlich sehr gern, weil sie zeigt Waidhofen in den ganzen Facetten, nämlich Kultur und Genuss miteinander vereint. Und eigentlich macht mir das auch sehr viel Spaß, selbst am Herd oder am Griller zu stehen. Und ja, vergangenes Jahr haben wir hier Burger gemacht und so ist aus dem Bürgermeister ein Burgermaster geworden. Und schauen wir, was das heurige Jahr bringen wird. Wir heben uns da ein bisschen ab von anderen Craft-Bier-Festivals, wo es normalerweise nur Würstel und Gulaschsuppen gibt. Wir haben heuer wieder die Big Five engagiert. Die werden uns mit kulinarischen Gerichten verwöhnen. Es gibt, ich glaube, 5 oder 6 verschiedenste Grillgerichte, die wir da anbieten. Zubereiteter Funkos, die sehr individuell einsetzbar sind, die eben zuerst das Grillen funktionieren und nachher einfach für die passende Beleuchtung und das Ambiente sorgen. Über 350 Besucher haben sich beim ersten Craft Beer Festival kulinarisch verwöhnen lassen. Damit auch dieses Jahr alle bestens versorgt werden, haben sich zahlreiche Kooperationspartner hinter diese Veranstaltung gestellt. Unter anderem die Stadt Waidhofen, die im Falle schlechten Wetters das Rothschild-Schloss als Ausweichdestination zur Verfügung stellt. Ja, das ist wieder ein Mosaikstein in dem, wie wir Waidhofen sehen, nämlich als eine Stadt der Kultur, als eine Stadt des Genusses und zwar überall dort mit höchster Qualität. Und wenn man sich das hier anschaut, dass wir hier in diesem wunderbaren Ambiente vom Schloss Rothschild hervorragende Brauereien hierher bringen, und zwar junge Brauereien, die hier wirklich allerhöchste Ansprüche an ihr Produkt, nämlich an das Bier stellen, dann ist das genau das, was Waidhofen letztendlich ausmacht. Und es trägt dazu bei, einfach dieses Bild Waidhofens ein bisschen weiter hinauszutragen. Apropos hinaustragen, wer nicht unbedingt alle Biere vor Ort verkosten möchte, der hat die Möglichkeit, Craft Beer einzukaufen und zu Hause genüsslich auszuprobieren. Am Mittwoch, den 24. Mai geht es also nach Waidhofen an der Ips zum zweiten Craft Beer Festival.